Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaupuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind aktuell immer noch dabei, die Elektro-Arena zu absolvieren. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Es ging, glaube ich, da oben weiter. Es ist für mich nämlich gerade wieder eine Woche Pause dazwischen gewesen und ich muss jetzt versuchen, mich zu erinnern. Alter, was hier denn los? Die ganze Arena ist ja voll geschissen mit Leuten. Verrückt. Unser Arena-Leiter hat die Arena aus Langeweile umgeschaltet. Jetzt sprühen hier die Funken. Du, wenn du ein bisschen Langeweile in Sonne weg ist, halt auch nichts los, ne? Da scheint nur die Sonne und das ist auch alles an Eigenschaften, das dieser Ort hat. Ja. Gideris Felix, moin. Luxio, ja, süß. Pass mal auf, du, womit ich jetzt gleich um die Ecke komme. Da guckst du. Oh, damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet, okay. Rex Blizzard. Hagelalarm. Wir arbeiten uns da mal vorsichtig weiter vor. So, pass auf. Pass mal auf, Junge. Du kriegst jetzt von mir mal so richtig entspannt ein Eishieb, nein. Mir gehen langsam die AP aus. Das ist echt ein Problem. Egal. Heidewitzka. Donnerwelle. Ging daneben. Wie wär's denn jetzt mit... Ja, Rasierblatt bringt ja auch so nicht so viel, ne? Komm, noch ein Eishieb. Noch habe ich auch einen. Komm. Wir werden uns hier mit Gewalt durchkämpfen. Ich sag's euch. Wir werden uns mit... Oh, Eisenschweif. Zack, einmal durchs Gesicht gezogen. Das tut sogar richtig weh. Oh, ich dachte, das reicht vielleicht. Ja, mal Rasierblatt eben noch hinterher, ne? Ja, ja, ja. Rexblizzard erreicht Level 44. Geht voran. Bidi, pass ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Jo, machen wir mal eben. Wie wär's denn? Keine Ahnung. Pure Gewalt, würde ich sagen. Hier, hoppala. Weil da kann auch Twilly regeln. Nein, ich wollte wechseln. Ach Gott, Mann. Ich raste aus. Egal. Jetzt ziehen wir es durch. Sehr effektiv. Komm, Rasierblatt. Oh, Donnerblitz. Oh, oh. Das dürfte nicht so viel bringen, ne? Jetzt ziehen wir das durch, Leute. Jetzt ist es so. Struggle mit meinem Controller hier offensichtlich. Rasierblatt bitte wieder. Dankeschön, dankeschön. Oh. Eieiei, komm, nicht so viel. Komm, 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 komm. Die ist nicht sehr effektiv, Junge. Latter mal bitte. Geh direkt auf Initiative, ne? Direkt schlecht drauf, mein Rex Blizzard. Die ist sehr effektiv, hat das hast du schön gemacht. Wunderbar. Gut. Felix wurde besiegt. Ja, ja, tut mir leid, Felix. Ach, scheiße, Bruder. Und so verglimmt mein letzter Funke Hoffnung auf einen Sieg. Tut mir leid, Felix. Es war keine Absicht, du. Es war keine Absicht. So. Jetzt gehen wir erstmal in den Beutel. Holen uns mal wieder ein paar Tränke hervor. Oh, nehmen wir ruhig mal. Na, ja, nee, Hypertränke gehen auch schon. Kann man das ein bisschen sortieren mal irgendwie? Warte mal, mit X. Das ist hier oben. Ich möchte bitte nach der Kategorie sortieren. Dankeschön. So, jetzt ist alles fein, soll über dich nach Kategorie sortiert. Das ist nett von dir. Übertrank, dankeschön. Lips. Wunderbar, wunderbar. So. Dann würde ich sagen, ersetzen wir Rex Blizzard an Position 1. Jetzt erstmal mit Kero. Er muss jetzt eben regeln. Es hilft nichts. Die pure Gewalt muss nun grassieren. So, dann gehe ich dann da mal drauf. Nochmal drauf. Da dürfen wir wahrscheinlich... Dürfen wir da durch? Ja, ist nur Deko. Alles klar. Cool. Blau. Das ist der Arena-Leiter. Guck mal an. Dann gehen wir doch erstmal da runter. Hallo. Wollen wir eben kämpfen? Hast Bock? Ich bin überrascht, dass du es so weit geschafft hast. Aber jetzt ist Schluss. Du hast nicht die geringste Chance, mich zu besiegen. Das werden wir sehen. Ja. Astrainer Mark. Okay, Mark. Starlos, ja, da wäre natürlich jetzt Twilly ganz gut gewesen, ne? Mal sehen, ob ich trotzdem irgendwas habe, aber ich glaube nicht. Twilly wäre da jetzt, wäre jetzt die Wahl, sag ich mal, ne? Twilly würde jetzt ja regeln. So, pass auf. Ja, Kero, entspann dich bitte. Ich liebe dich auch, ja? Ich liebe dich auch. Wir könnten uns durchknirschen, könnte man versuchen, ja? Oder wir wechseln jetzt einfach. Ja, nee, komm, wir wechseln jetzt. Was soll denn der Geiz? Wir haben es doch nicht eilig, oder was? Ja, ist doch nicht eilig. Twilly soll auch mal ein bisschen Spaß haben. Komm. Komm, Twilly. Einmal Feuer rein da.
Zack, bums. Fertig. Dampfwalze. Aua, aha. Das haben wir nun davon, ne? So, Twilly, jetzt geht's aber los hier. Mach mal eben einen Flammenwurf, bitte. Man sollte wohl reichen. Zack! Hier ist sehr effektiv, aber ich glaube, er hatte hier noch Robustheit am Start. War klar. Donnerzahn. Au. Oh. Paralyse? Ne, sehr schön. Twilly, Flammenrad, das sollte reichen, um ihn jetzt fertig zu machen. Mit seinen 1 KP da. Erledigt ist die Sache. Setzt als nächstes Meditalis ein. Ja, nö. Ich glaub nicht. Lass mal weiterkämpfen. Twilly macht das schon. Er ist das Pokémon mit den dicken Beinen. Ich fühle es. Einmal wieder einen schönen Flammenwurf. Zack. Volltreffer, weil es gelobt werden will. Twilly, das hast du super gemacht. Liebe geht raus. Liebe geht raus. Okay? So. Judy. Mark wurde besiegt. Ja, hast alles gegeben, ne? Scheiße, Mark, wa? Was macht deine Pokémon so besonders? Das ist die Liebe, die ich ihnen zuteil lasse, weißt du? Liebe ist das. Liebe bei der Erziehung, Liebe beim Training. Du bist ein wirklich beeindruckend starker Trainer. Dankeschön. Gibt es jetzt hier noch irgendwas? Oh ne, das ist der Weg zurück. Okay. Wir müssen uns dann jetzt mal vorarbeiten. Wenn ich da jetzt nochmal drauf gehe. So ist korrekt. So würde auch gehen. Kriegen wir das irgendwie geregelt? Mein Gehirn tut weh. Könnt ihr mal aufhören mit so einem Rätseln? Ich glaube, wir müssen einmal drum rumlaufen. Ohne Scheiß. Wir müssen jetzt, glaube ich, dann einmal hier drehen und jetzt einmal drumherum. Dann können wir von der anderen Seite angreifen. Das ist der Trick. Das ist der Trick. Pass auf. Irgendwas passt hier nicht so ganz. So, jetzt aber. Nee. Ich bin hart verwirrt, Mann. Mein Plan geht nicht auf. Muss jetzt auf die andere Seite. Das geht nicht. Ich werde den Arena-Orden nicht bekommen, weil es mich komplett geistig gerade... Oh doch, es hat funktioniert. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, was läuft. Geilomat, so warte, bevor wir uns ihm stellen. Das war natürlich alles Kalkül und von mir durchweg. Es war jetzt nicht wegen Rumprobieren oder so. Nee, nee. Das war Können. Pures Können. Und das wisst ihr auch. Ja, okay. Pass auf. Bei ihm habe ich echt ein bisschen Schiss. Deswegen, bevor wir uns da jetzt dick ihm stellen, können wir ruhig mal speichern, würde ich sagen. Komm. Nur für den Fall der Fälle, dass ich verkacke, ja. Bei ihm, ich könnte es mir vorstellen, deswegen. Mal schauen. Ah, vielleicht können wir es auch durchknirschen. Nun denn, Herausforderin Volkner. Es passiert nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bis hierher schaffen. Hast du gesehen, wie du deine Arena konzipiert hast? Wundert dich, dass das den normalen Otto, der die Schule abbricht, um Pokémon-Trainer zu werden, überfordert? Ja. Doch bisher waren sie alle eine Enttäuschung. Keiner von ihnen konnte mir das Wasser reichen. Ah, ich bin Arenaleiter Volkner. Man sagt, ich sei der beste Arenaleiter der Sinnoh-Region, aber wie dem auch sei, lass uns die Sache einfach hinter uns bringen, ja? Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir in Erinnerung rufen kann, wie viel Spaß Pokémon-Kämpfe machen können. Ich bin ja eher so der Schmuser, weißt du, ich schmuse die Viecher lieber und bürste ihr Fell und so, aber es lässt sich ja nicht vermeiden hier aktuell, weißt du, wenn du was erreichen willst in dieser Welt. So, Volkner, dann zeig mal, was du kannst. Raichu!
Der sieht aus, als könnte man da reinbeißen, oder? So, immer rein. Knirschern. Bisschen so. Keho. Bedroher. So, pass auf. Kero und ich, wir sind wild entschlossen. So, Knirscher bitte. Wir knirschen uns da mal eben durch. Surfer. What the fuck? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ist okay. Haut jetzt mal einen Surfer raus. Das ist ja unerwartet jetzt so. War das cool? Reingeknirschert. So. Kero, kannst du mal mit einem Biss finalisieren, bitte? Top-Genesung, war klar. Fängst du jetzt schon mit an, oder was? Feigling. Okay, pass auf. Biss. Und direkt nochmal Biss. Na, haust du noch eine Top-Genesung hinterher? Oh, nochmal Surfer, cool. Gönn dir. Gönn dir, gönn dir. Weggeknirschert. Gebissen. So. Okay, okay. Ambidiffel, Alter, was ist denn das? Ich muss es meinen Siri fragen. Ambidiffel, Pokémon. Tja, wir werden es nicht rausfinden, Leute. Okay. Keine Ahnung. Ich kämpfe erstmal weiter. Ich weiß nicht so genau, was das ist, aber wir werden es rausfinden. Ambidiffel. Habe ich bestimmt schon mal gesehen und ich ärgere mich gleich wieder. Ah, okay, alles klar. Es ist ein Affe, deswegen kenne ich den Namen nicht. Knirschern, bitte. Das ist doch bestimmt auch ein bisschen Kampf mit drin. Mogelhieb. Haha, nix ist mein Freund. Das ist die Liebe. Ich sag's euch, deswegen sind meine Pokémon so gut. Vorteil durch Liebe. So, Kero, nochmal einen kleinen Biss hinterher. Das wird reichen. Donnerblitz. Ja, ja, machen wir ruhig. Süß, komm. Okay. Ambidiffel. Octillery ein. Ich glaube, das ist ein Wasser-Pokémon. Deswegen, das ist, glaube ich, dieser rote Oktopus-Dödel. Deswegen bin ich jetzt mal mutig. Oh Mann. Und hole jetzt mal Rex Blizzard hervor, okay? Wir sind jetzt einfach mal mutig. Ich könnte mich auch irren. Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irre, ist äußerst hoch. Ne? Nach den 151 Pokémon hört es halt einfach fast auf. Aber mein Gott, ich bin so fucking gut. Wusste es. Der Hagel fängt an. Pass auf, Octillery. Du kriegst von mir jetzt voll ein Rasierblatt rein. So richtig in die Schnude rein. So ein Rasierblatt. Was war das? Auf Hochtouren, ja, gönn dir mal. Zack! Der ist sehr effektiv. Und Hagelkörner noch eben in die Fresse, ne? Wie sich das gehört. Okay, pass auf, hier Rasierblatt nochmal hinterher. Ja, wird. Aurora-Strahl, das könnte böse enden. Mal sehen. Ah, geht, geht. Und die Hagelkörner, komm, bitte, 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 bitte. Jawoll! Die Hagelkörner haben es fertig gemacht. Sehr gut. Er ist schon der krasseste Arenaleiter von ganz Sinnoh, man merkt das schon. Luxtra ein. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Ja. Ich habe auch ein Luxtra. Wollen wir dagegen an? Oder machen wir es mit Twilly und Feuer? Ich glaube, ich hole erstmal Twilly und Feuer. Damit starten wir einfach mal. Und dann hoffen wir das Beste. Okay? Feuersturm oder so, das wird schon regeln. Mach dich bereit, hier kommt meine Trumpfkarte. Luxtra, das ist deine Trumpfkarte? Cool. Ah, Level 49 ist schon ein bisschen, ne? Und Bedroher. Okay, Twitty, jetzt müssen wir richtig regeln, okay? Es wird Zeit für einen Feuersturm. Oh, Schildikowski, es geht ja gut los. Donnerzahn. Au. Und Hagelkörner. Aua, aua, aua. Okay. Natürlich, ich bitte dich. Ich bitte dich. Bitte Feuersturm. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Holy moly. Jetzt futtert das doch so eine Beere. Ist mir scheißegal. Das wird ihn auch nicht mehr retten.
Okay, so. Donnerzahn. Oh, nein, 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 Twilly. Oh, Knacke. Und jetzt kommt der Hagel. Jetzt kommt der Hagel. Jetzt kommt der Hagel. Nein. Ich habe mein eigenes Twilight durch meinen eigenen Hagel getötet. Das tut weh. Oh. Tut mir leid, Twilly. Okay. Na, dann holen wir jetzt mal unseren Kiro hervor. Dann wird er schon sehen, wenn ich da einmal reinknirsche, was da passiert, ey. Ich bedrohe jetzt zurück, mein Freundchen, ja? Schockierend, das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich auch nicht gedacht, ne? Kacke, das gleiche Pokémon wie ich. Das war seine Trumpfkarte, die gleiche. So eine Scheiße. So, Knirscher bitte. Komm schon. Na also, Luxra wurde besiegt. Und damit haben wir es mal wieder geschafft, ne? So, Kiora erreicht Level 60. Rexbisa erreicht Level 45. Und Berylin erreicht Level 54. Und wir haben Volkner platt gemacht. Du hast mich besiegt. Dein Wille und der erhabene Kampfstil deiner Pokémon, ich bin immer noch ganz hin und weg. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Du gewinnst 12.152 Pokédollar. Danke dir. So. Das war seit langem mal wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie du und dein Team in Zukunft kämpfen werdet. Hier ist dein 8. Orden. Den hast du dir redlich verdient. Zack! There we go, Leute. Du hältst den Lichtorden von Volkner. Der Lichtorden. Mit dem Lichtorden kannst du die VM-Attacke Kaskade über den Poketch verwenden. Diese brauchst du, um zur Pokémon-Liga zu gelangen. Jetzt, wo dir alle 8 Orden verliehen wurden, gehorchen dir alle Pokémon ausnahmslos. Und ich möchte, dass du die hier an dich nimmst. Du erhältst die Sticker, die Volkner verwendet. Und TM57, Ehre. Ladestrahl. Wenn diese tolle Attacke trifft, kann sie den Spezialangriff des Anwenders erhöhen. Alles klar, Volkner, dann hau rein, ne? Als nächstes hast du die Pokémon-Liga vor dir. Überquere das Meer und bahne dir deinen Weg durch die Siegestraße. Zeige der ganzen Pokémon-Liga, was du und deine Pokémon drauf habt. Du wirst den Top 4 sicher Kämpfe liefern, die ihre Herzen höher schlagen lassen werden. Ja, mal abwarten. Ich bin mit meinen Teamzusammensetzungen nicht unbedingt zufrieden. Aber wir versuchen uns da mal irgendwie durchzueiern, ne? Das wird schon irgendwie, oder? Was meint ihr? Das wird schon werden. Komm, jetzt gehen wir erstmal zurück. Dann heilen wir die erstmal durch, die Pogis. Alter, was eine nervige Arena, du. Kein Wunder, dass sich keiner mit ihm messen möchte. Oh ne, ich hätte ja schon Bock, Pokémon-Meister zu werden, aber die Arena, Alter, die ist so nervig. Das Stecken, ja. Ich wollte mich auch schon beschweren, dass es gar keine richtige Wasserroute gab, weil sonst gibt es mit Pokémon doch immer eine Route, die primär übers Wasser führt, wo man dann halt die ganze Zeit gegen irgendwelche Schwimmer und sowas kämpft. Das hatten wir noch gar nicht, aber so wie es sich jetzt ja darstellt, ist der Weg zur Pokémon-Liga wohl diese Route. Ne? Also wir dürfen gespannt sein. Jetzt heile ich erstmal mein Team durch. Moin, ja bitte. Twilly hat es nicht ganz geschafft leider. Am Ende einmal vom Hagelkorn ins Auge und dann war's das. Warte, warte, warte. Sehr unangenehm für alle Beteiligten. Deine Pokémon, die sind wieder topfit, beehren uns bald wieder. Wird erledigt. Bevor wir jetzt aber, meine Lieben, direkt Richtung Pokémon-Liga aufbrechen. Lass nochmal eben einen Blick auf die Karte werfen. Ne? Also wir haben soweit, glaube ich, alles relativ gut erforscht. Aber was mir noch fehlt, ist das hier. Die Eiseninsel, eine kleine Insel reich an Erzvorkommen, die vor der Küste von Ewiggenau liegt. Wollen wir da eben mal noch hingehen? Hier oben haben wir dann die Pokémon-Liga. Pokémon-Liga. Und was ist das alles noch? Erholungsareal. Kampfareal. Das ist wahrscheinlich Endgame-Content, ne? Also hier geht es dann wahrscheinlich zur Siegestraße eben hoch. Da scheint es diesmal kein... Die Siegestraße scheint einfach nur eine Wasserkiste zu sein. Turmgras, felsigem Areal, dem Meer und den Sandbänken ist dieses Gebiet quasi eine Miniaturversion der Sinnoh-Region. Okay, hier gibt es wahrscheinlich dann nochmal alles konzentriert auf einer Stelle. Wir dürfen gespannt sein. Aber ich würde auf jeden Fall vorschlagen, wir fliegen nochmal hier hin. Nach Flori. War das Flori? Nee. Fledburg.
und versuchen von Fleetburg mal Richtung Eiseninsel zu fahren. Nur zu gucken, ob das geht, bevor wir weitermachen, ne? Deswegen, lass das immer checken. Wahrscheinlich sagt er eh gleich, nein, ich fahre nur den Champ drüber, deswegen musst du hier bleiben. Aber, meine Lieben, der Horn hat gerade gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.